wie macht man das? Wie macht man das? Das musst du den Teufel fragen. Dann musst du warten, bis es 12 Uhr ist. Zwischen 12 Uhr und 3 Uhr, ja. Und dann musst du Teufel fragen oder Lady Gaga weiß auch, wie das geht. Die ist ja auch, ich bin ja auch bei den Freimaurern. Du weißt ja, schon. So ein Ding ist ja, das. Ja. Ja, okay. Das behaupten ja die Leute mittlerweile, weil ich in meinen Videos so mache, das steht für Offenbach. Echt? Und die sagen, ich bin jetzt ein Illuminati und ein Freimaurer. Ich habe ja bei Jay-Z unterschrieben. Und habe 500.000 Euro für meine Seele. Ist ja klar, dass du das jetzt nicht zugibst. Das ist ja so bei diesen Geheimgesellschaften. Alter, hör mal auf. Ich habe Steine verkauft noch vor 2 Jahren, Alter. Was für eine scheiß Geheimgesellschaft, Alter. Welche scheiß Geheimgesellschaft? Die RTL ist am Recherchieren, vielleicht finden die es raus. Ja, sollen sie, Alter. Aber lass nochmal über dein Album sprechen. Du hast gesagt, dann ist alles vorbei im nächsten Jahr. Nee, dieses Jahr, dein Album. Was passiert denn da im Vergleich zum ersten? Ey, das Album kann man nicht beschreiben, Alter. Ehrlich, das Album wird einfach der Abreißer, Alter. Boah, Alter, beatstechnisch und so. Das ist Wer macht die Beats? Geheimnis. Dr. Dre macht die Beats. Das ist wegen dieser Geheimgesellschaft, kann man das denn klar machen? Ja, der ist ja nicht bei der Geheimgesellschaft. Aber? Ich muss ihn ja, Jay-Z hat es mir ja für mich klar gemacht, so, weil Jay-Z, ich bin ja bei denen in der Secret Society und der musste Dr. Dre 150.000 Euro für ein Beat geben. Ja, da sind irgendwie klargekommen, Jay-Z hat für Dr. Dre ein paar Texte geschrieben, diese Kush, diese neue Lied, hat der Jay-Z geschrieben, weißt du ja, ne? Ja, und deswegen haben sie sich so Beat-Austausch, Text-Austausch, sind die klargekommen, weißt du, ich meine? Okay, also neues Album 2011, alles vorbei mit Dr. Dre Beats und Jay-Z Verse. Auf jeden Fall, Jay-Z wird auf jeden Fall drauf sein mit Rihanna und Kanye West. Aber sag mal noch Illuminati jetzt. Forever. Sag mal noch im Ernst.